Pulzahl sehe ich hier die dropped rapide. Oh, sehr rapide. Oh. Ah, guck hier, der Heavy. Oh, was ist da los? Was ist da los? Auf geht's. Hallo und herzlich willkommen hier beim Let's Play von Dungeon of the Endless. Ich muss sagen, ich gehe relativ unbefleckt an dieses Spiel heran. Ich habe gesehen, dass es so ein Roguelike Dungeon Crawler oder sowas in die Richtung ist. Bin aber, um ehrlich zu sein, einfach drüber gestolpert, weil es bei Steam wahnsinnig billig im Angebot war. Und ich habe es noch nie gespielt, also wirklich kein einziges Mal. Deshalb natürlich ein bisschen mal reingeguckt bei Let's Plays, aber ich selbst noch nie gespielt. Und deshalb labere ich jetzt gar nicht so viel, sondern klicke einfach auf neues Spiel. Und dann schauen wir mal, was hier so passiert. Okay. Spaceship Success. Ja, aber die Crewzahl sehe ich hier, die droppt rapide. Oh, sehr rapide. Scheint doch kein großer Success zu sein. Und jetzt? Ah, okay. Also hier müssen wir uns jetzt in eine Flucht. Wir fangen mal mit zu leicht an. Ich habe gehört, der Schwierigkeitsgrad soll recht knackig sein. Da will ich mal keine Risiken eingehen. Sieht ja nicht allzu stabil aus hier. Okay. Hier, okay. Die kann man sich allem anscheinend nach nur nach und nach freischalten. Bibliothekskapsel. Kühleratorkapsel. Hört sich an wie so ein tuckernder Kühlschrank. Gewinne ein Spiel, ohne dass der Kristall Trefferpunkte verliert. Genau, das ist auch was ich weiß. Man muss irgendwie so ein Kristall mit sich führen und den greifen dann die bösen Monster an und man muss den beschützen. Sanitätskapsel. Okay, also wir haben hier unsere normale Fluchtkapsel. Hinweis in der Werbebroschüre: Diese Kapsel übersteht garantiert jeden Absturz. Ihre Insassen hoffentlich auch, okay. Jetzt können wir uns hier Charaktere aussuchen, oder? Max O'Kane ist ein Opportunist. Ist das eine Charaktereigenschaft oder ist das... Okay, das scheint eine Klasse zu sein. Was sind das jetzt hier für Charakterwerte? Ich muss mir das alles erst anschauen. Wie gesagt, ich... Lebenspunkte, okay, macht Sinn. Laufgeschwindigkeit, okay, dass das wichtig ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der durchschnittliche Schaden über Zeit, den dein Held verursacht. Also DPS. Und was haben wir hier noch? Aha. Der Bonus, den dein Held erhält, wenn er ein Modul manipuliert oder repariert. Also Erfahrungspunkte oder was. Mhm. Okay, der Opportunist, das scheint so ein Hans Dampf in allen Gassen. Ah, hier ist eine Beschreibung. Max ist ein ewiger Optimist, vermutlich deshalb, weil ihn seine Lage derart in Panik versetzt, dass er gar nicht erst darüber nachdenken will. Er versucht stets von einer Situation zu profitieren. Er will sich ständig mehr Beute sichern, einen zusätzlichen Gegenstand einheimsen, weniger Geld ausgeben, selbst wenn er dafür ein Risiko eingehen oder sich die wütenden Bemerkungen seiner Helden anhören muss. Aha. Und Sarah Numas, Kopfgeldjägerin. Musste also irgendeinen gefährlichen Häftling eskortieren. Okay. Der Schlechter ist ein Schläger. Der kriegt anscheinend relativ wenig XP dazu. Teilt aber ansonsten richtig dicke aus. Ich habe schon gehört, es rächt sich, wenn man gerade zu Beginn nur zu starke Leute mitnimmt.
Weil dann tut man sich zwar auf den unteren Levels relativ einfach, aber auf den höheren Levels, da ist nur gut. Also pass auf, dann nehmen wir uns einen... einen üblen Hau drauf. Das wäre er hier. Moment. So, wo war jetzt der Professor? Das war da. Ne, das war der Schlechter. Nehmen wir den. Und was gibt's denn hier noch? Wissensbewahrerin. Das sieht irgendwie auch ganz cool aus. So. Pat Bates. Pyromane. Tiermeisterin Bulldozer. Kommunikation, das sind ja alles ziemliche Allrounder, wie es aussieht. Ah, guck hier, der Heavy. Das muss unser Zo- Ah, nee, halt, wir haben ja schon... Ja, gut, wir haben den gleichen in Grün. Ich glaube, das sind die gleichen Stats, nur das Bild ist ein anderes. Weißt du was, das gefällt mir. Nehmen wir den Heavy und wir nehmen den Professor. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Halt, eins noch. Was hat er hier? Ah, okay, das scheint so eine automatische Handfeuerwaffe zu sein und das hier scheint eine Pistole zu sein. Okay, auf geht's. Okay. Da hat's ordentlich gerumst. Hat mich jetzt an die gute alte Zeit erinnert mit dieser Pixelgrafik. Einführung. Du hast den Absturz überlebt. Das einzige System, das in deiner Kapsel noch funktioniert, ist deren Energiequelle, der Kristall. Das ist vermutlich das Ding hier. Du musst ihn um jeden Preis verteidigen. Klicke links auf Weiter, um fortzufahren. Das machen wir. Ich mache jetzt auch das Tutorial durch, weil ich glaube, gerade bei so einem Spiel, das dann easy to learn, hardly to master ist, macht sich's bezahlt, wenn man sich die Tipps am Anfang durchliest. Es bringt nichts, an Ort und Stelle zu bleiben. Du musst mit der rechten Maustaste auf die Tür klicken, um sie zu öffnen. Okay. Klicke mit der linken Maustaste, um einen Helden auszuwählen. Du kannst weder Bewegungen noch Kämpfe direkt steuern. Das Verhalten in einem Raum wird von der KI kontrolliert. Okay. Also ich soll mit der rechten Maustaste klicken, um einen Raum zu betreten. Das haben wir doch schon. Hallo. Ach ja, er hier. Okay. Du musst 4 Ressourcen im Auge behalten. Industrie, das sind diese roten Zahnrädchen hier. Um Module zu bauen. Wissenschaft, um neue Module zu finden. Also wahrscheinlich irgendwie so eine Art zu erforschen. Nahrung, um Helden anzuheuern. Zu verbessern und zu heilen. Und Dust, um Räume mit Energie zu versorgen. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Civilization mit den Kulturpunkten, Fertigungspunkte, Nahrungspunkte und Geld. Das wäre quasi so das Äquivalent. Das Öffnen einer Tür ist wie ein neuer Zug. Du erhältst Ressourcen entsprechend deiner Produktion, die Anzahl unter den Lagerwerten. Aha. Ist jetzt doch rundenbasiert oder was? Dust kannst du in Räumen oder als Beute bei getöteten Monstern finden. Du benötigst 10 Dust, um einen Raum mit Energie zu versorgen. Okay, momentan haben wir 28, das heißt, wir könnten 2 Räume mit Energie versorgen. Oben in der Leiste siehst du, wie viele Räume du... Ja genau, okay, das sind hier die 2 gelben Symbole, die uns zeigen, dass wir 2 Räume mit Energie versorgen können. Klicke auf das Mausrad, um einen Raum mit Energie zu versorgen. Okay, und was bringt mir das jetzt? Okay, das steht hier vermutlich gerade. Hast du einen Raum eingeschaltet, kannst du sehen, was in ihm zu finden ist. Auch wenn sich kein Held im Raum befindet. Du kannst in ihm Module bauen und es können hier keine neuen Kreaturen auftauchen. Mit einem weiteren Klick des Mausrades kannst du einen Raum auch wieder abschalten und die 10 Einheiten das zurückerhalten. Okay. Mit Industrie
baust du Module über das Menü unten links. Aha, das machen wir jetzt wahrscheinlich gleich. Verschiedene Einsatzmöglichkeiten, Ressourcengenerierung, Angriffe gegen feindliche Kreaturen, Verstärkung von Helden und so weiter. Zwei Kategorien. Große Module im ersten Reiter. Ist das dann der hier? Mhm. Für die du einen großen Platz brauchst und kleine Module in den nächsten Reitern, für die du einen kleinen Platz benötigst. Dann schauen wir mal hier bei den großen. Okay. Gut. Was soll ich jetzt hier klicken? Ah, hier kann ich dann so ein Modul hinbauen, oder was? Da muss ich mir jetzt schon überlegen, was ich für ein Modul baue. Okay, ich würde einfach mal sagen, nachdem wir so wenig Wissenschaft haben, bauen wir ein Wissenschaftsmodul, oder? Das probieren wir jetzt einfach mal. Ah, jetzt haben wir... Okay, das hat jetzt natürlich Punkte gekostet. Deine Gruppe kann aus bis zu 4 Helden bestehen. Klicke mit der rechten Maustaste auf ihr Porträt, um die Heldenverwaltung zu öffnen. Das hört sich schon wieder so bürokratisch an. Okay, hier kann man Werte einsehen, sie heilen, Stufe erhöhen. Alle Helden teilen sich ein Inventar, dieses geht aber nach jedem Level wieder verloren, was? Das Inventar geht nach jedem Level verloren? Okay. Mit der Leertaste kannst du das Spiel pausieren. Ah, ja gut, okay, also doch nicht rundenbasiert. Dann heraus zu... Oh, ah, hier. Ich muss die Oberfläche erreichen. Okay, wir scheinen da ziemlich tief in den Berg reingeflogen zu sein. Finde den Ausgang des aktuellen Levels, hebe dann den Kristall mit einem Rechtsklick auf und trage ihn zum Ausgang, um den Fahrstuhl mit Energie zu versorgen. Es gibt noch vieles zu lernen, aber keine Sorge, der Tod ist ein ausgezeichneter Lehrmeister. Okay. Ja, das war jetzt nicht allzu umfangreich, das Tutorial. Da werden wir also ins kalte Wasser geschmissen. Aber ich habe ja schon gehört, easy to learn, hardly to master. Okay. Verteidigung plus 15, wenn nicht alleine im Raum, das ist gut. Und Hunderudel. Hm. Gut. Ah, und hier können wir also unsere Nahrungspunkte ausgeben. Okay, und was kann er? Eine Wucht! Er ist schneller, wenn geheilt. Okay. Ah, und entlassen können wir auch, aber das machen wir natürlich nicht. Ja, gut. Und was haben wir jetzt hier für kleinere Sachen? Ja. Ein Gefangenentreiber. Okay. Das scheint so eine Art Tower Defense Dingsbums zu sein. Störmodule gibt es auch noch. Okay, nachdem wir jetzt hier eh nichts mehr machen können, trauen wir uns mal in den nächsten Raum. Natürlich mit unserem Heavy als erstes. Oh, oh, oh. Na komm, ich... ja, so, schön. Aber der... Ja, läuft bei ihm. Sollen wir hier jetzt auch Licht machen? Wie ging das gleich nochmal? Was ist das? Endliche Kreaturen gefunden. Schon wieder. War das Rechtsklick? So, jetzt geht's schon los. Wie konnte ich hier gleich wieder Licht machen?
Jetzt nehmen wir uns erst... Ja. Ach, ich kann den gar nicht mitnehmen jetzt. Na komm. Joshi. Ach ja, hier, mittlere Maustaste. So. Was war das jetzt? Ich habe ein Artefakt gefunden. Ob das gut ist, das wird sich noch zeigen. Aber jetzt pass Obacht. Wir bauen uns noch so ein Wirtschafts... ne, pass auf, wir bauen uns ein... Doch, wir bauen uns ein Industriemodul, so heißt das Ding. Zack. Jetzt gehen wir hier erstmal mit ihm voran. Mit dem Professor hinterher. Forschung. Oh, was müssen wir jetzt machen? Ein Lärmmodul, was soll das sein? Verstärkt die Verteidigung aller großen Module im Level um 120%. Und das ist fett. Und da kann ich mir jetzt aussuchen, was ich als nächstes erforsche. Ah, auch gut. Eine Wim-Kanone. Okay. Die ist umso stärker, je mehr gelagerte Wissenschaftspunkte man hat. Und was haben wir hier noch? Ein Dustfeld-Generator. Keine Ahnung, was ich jetzt nehmen soll. Ich nehme einfach mal das. Das hört sich heiß an. Gut. Ich kann auch kein Rechteck aufziehen. Okay. Oh, halt, Typ. Wissenschafts-Josh, oh, was ist da los? Sind da jetzt gerade Bösewichte gespawnt? Oh. Ja, das kann ich nicht brauchen. In den dunklen Räumen, da spawnen mir also immer irgendwelche Viecher. Verstehe. Jetzt pass auf, nachdem der hier aktiv ist, machen wir den Raum auch noch aktiv. Ich kann jetzt hier auch irgendwas hinbauen. Okay, dann kann der mir sozusagen den Rücken frei halten. Den Raum kann ich jetzt auch aktiv schalten, oder sehe ich das falsch? Nee, läuft. Was ist mit dir los? Bau nicht möglich, zu wenig Industriezeug. Habe ich auch zu wenig, aber hier gab es doch vorhin ein Level-Up, oder? Täuscht mich das neue Stufe 25. Ja, machen wir ihn mal. Zack. Okay, da müssen wir uns ja auch nichts aussuchen. Gut. Und der. Neue Stufe würde 25 benötigen. Da haben wir momentan zu wenig Nahrung.
Was war das jetzt? Armeearmbänder. So, Armeearmbänder. Was machen die Dinger? Verteidigung und Angriffskraft. Ja, dann geben wir die gleich mal unserem Draufhauer. Das sah jetzt gerade aus wie so ein großer Fuß hier. Hier so die große Zehe, da die kleinen. Ja, okay, ich habe viel Fantasie. Oh oh. Oh, oh, oh. Oh nein, 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 nein. Okay. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir hier noch so ein kleines Dingsbums hinbauen, damit wir hier nach hinten abgesichert sind. Ja, ja, ja. Also ich merke schon, das Spiel hat es mehr in sich, als man denkt. Man darf wohl gespannt sein. Na, wo ist der Schorsch? Da ist er. Passt, der ist ja auch. Ach, da kommt er. Okay. Sehr gut, so wie es jetzt hier im nächsten Raum weitergeht, das würde ich sagen, schauen wir uns im nächsten Teil dieses Let's Plays an. Und ich würde sagen, da dürfen wir gespannt sein. Bis gleich.